This world, it's so unkind. One day you're king, the next you're crucified. What good is true without love? What good are we if just flesh and blood? In this world, it's so cruel. You think you've won the game and they've gone and changed the rules. But maybe I'm just... Mal so hüpfen wie so Mädchen. Hallo, ich bin die Mascha. Ich bin 31 Jahre alt, gelernte Physiotherapeutin und habe mich vor circa 2 Jahren selbstständig gemacht und arbeite nur noch als Coach und Ernährungsberaterin. Genau, mache aktuell auch meine Fortbildung oder Weiterbildung zur Ernährungsberatung. Aktuell bin ich 3 Wochen vor meinem ersten Wettkampf in Schweden. Bin sozusagen im Endspurt meiner Wettkampfvorbereitung. Ich mir auch was rein. Wir sind heute im Medicoach in Bochum und wir trainieren heute zusammen Beine und nehmen euch einfach mal mit. Wir setzen uns so ein bisschen Fokus auf den Po, aber die Vorderseite soll auch nicht zu kurz kommen und dann zeigen wir euch mal, was wir da so speziell machen. Wir zeigen euch auch so ein bisschen die Ausführung, wie man welchen Muskel am besten trifft und ja, viel Spaß dabei. Hi Leute, ich bin die Christina, ich bin 32 Jahre alt, ich bin im Moment in der Vorbereitung. Ich bin in den letzten Wochen, ich bin 7 Wochen vor dem Wettkampf jetzt und starte dieses Jahr zum ersten Mal als Wellness-Athletin. Ich bin vorher schon als Bikini-Athletin 2 Saisons gestartet. Werde jetzt dann halt mein Debüt in der Wellness-Klasse starten. Ich freue mich auch riesig darauf. Ich trage bei jedem Training meinen Waist-Trainer, um die Taille möglichst schmal zu halten. Wir tragen diesen Waist Trainer, weil wir relativ starke Rumpfmuskeln haben, vor allem die seitliche Bauchmuskulatur, damit die gar nicht so beim Training belastet wird und wir die ja möglichst in Schacht halten. Genau. Damit haben wir eigentlich gute Erfolge bis jetzt erzielt. Ich bin zum Sport gekommen, tatsächlich über meine Physiotherapie-Ausbildung damals. Ich habe dadurch einfach gelernt, wie wichtig auch Sport ist und auch gezielter Sport. Bin dann ins Fitnessstudio gegangen, aber auch nur 3-mal in der Woche. Habe so ein bisschen Freihanteltraining gemacht mit Kettlebells und mit diesen Seilen und so. Irgendwann hat man dann auch die Leute im Fitnessstudio kennengelernt und wurde dann so ein bisschen mitgezogen, etwas Bodybuilding zu betreiben. Und das war ungefähr so vor 8 Jahren, genau, und da habe ich dann angefangen, so 5-6 Mal die Woche zu trainieren. Ich habe auch sehr viel falsch gemacht, ich habe super viel trainiert, aber ich habe auch immer, also mit dem Essen habe ich schon gut darauf geachtet, dass ich gut Kohlenhydrate und Eiweiße esse, aber sonst habe ich da mir nicht so Gedanken drüber gemacht und habe im Gym praktisch einfach viel Gewichte, viel bewegt. Ist jetzt gerade 2 Runden kurz ein bisschen warm oder 1,5 Runden noch. Richtig runter, 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 runter. Runter, runter, runter. Gut. Ich schaue auf jeden Fall, dass ich im Hohlkreuz sitze. Die Füße anziehe und maximal oben in die Streckung, da ich ganz im Range of Motion bin. Wir machen ganz klassisch Bodybuilding. 4 bis 5 Sätze, 7 bis 12 Wiederholungen. Also jetzt Strecker, Beuger, machen wir erstmal 2 Sätze, so ein bisschen warm werden. Und dann knallen wir, mal gucken, wie viel wir heute noch schaffen. So ein paar Wochen vorm Wettkampf ist man nicht mehr die Stärkste. Neben dem Sport bin ich Mama. Mein Sohn ist 8 Jahre alt und ich bin Hausfrau. Ich mache derzeit eine Umschulung zur Außenhändlerin. Heißt, für mich bedeutet Alltag immer Sport, Vorbereitung, Kind in die Schule bringen, Hausaufgaben machen, selber noch meine Schule machen, dann wieder Sport, dann wieder Essen
Und so läuft es bei mir halt täglich ab. Ne? Von der Bikini-Klasse angefangen habe ich schon recht früh sehr, sehr starke Beine gehabt. In der Wellness-Klasse kommt es darauf an, dass man etwas mehr Muskulatur hat als in der Bikini-Klasse. Vor allem halt auch, was die Beine und den Po angeht. Im Allgemeinen ist die Klasse ein bisschen trockener, noch nicht so viel wie in der Figurklasse, aber schon definitiv trockener als die Bikini-Klasse und auch ein Ticken muskulöser. Fangen wir mal an. Was fangen wir an, 60? Ja, locker. Ja, du Wellness-Schinken da, Alter! Komm. Komm. Komm, zwei sind noch drin. Auf. Gab schon mal Beschimpfungen mit dem Training. Das war auch manchmal nicht nett. Ich kann es nicht leiden, wenn sie nicht ans Limit gehen. Da kriege ich die Krise. Weil 90% der Frauen einfach echt untertourig trainieren. Und da musste Christina am Anfang vor allem, wie wir angefangen haben zu arbeiten, halt ein bisschen pushen müssen. Aber mittlerweile ist die echt eher jemand, der manchmal zu viel macht. Ne? Ich habe früher Leistungstouren gemacht. Ich mache mein ganzes Leben schon Leistungssport. Aber da war ich einfach irgendwann viel zu groß für. Das heißt, ich musste damit mit 13 aufhören, weil ich habe das mit dem Training auch nicht mehr kompensieren können. Und ein Salto mit 1,70 ist was anderes als mit 1,50 zu machen. Ja, und das war für mich super, weil ich endlich was hatte, was mir auch Spaß macht. Und ich selber auch der eigene Herr von mir bin. Also bin auch nicht so der Mannschaftssporttyp. Also ich kann in einem Team gut agieren, aber so Mannschaftssport ist nicht ganz so meins. Deswegen war das echt super. Ja, und dann ging die Reise weiter. Dann habe ich mehrere Saisons jetzt gemacht. Ich bin jetzt in der 4. Saison, genau. Habe dazwischen auch mal 2 abbrechen müssen, wegen Corona. Eins, ich bin dabei, komm. 2, ganz runter, 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 runter. 3. Komm, 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 komm. Noch eins, komm, 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 komm. Zieh, 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 zieh. Ja, letzte Saison habe ich in der Bikini-Klasse gestanden und wurde leider auf einem internationalen Wettkampf sehr, sehr hart abgewertet für meine starken Beine. Es war für mich auch dann in der Situation auf der Bühne war das ein sehr unangenehmes Erlebnis, weil die Juroren da sehr, sehr hart gestikuliert haben und mich persönlich angesprochen haben und auch auf mich gezeigt haben. Es war für mich sehr, sehr, sehr schwer danach irgendwie damit klarzukommen. Das hat mich tief verletzt auch. Und dann haben wir mit meinem Coach Mascha beschlossen, dass der Weg definitiv in die Wellness-Klasse gehen soll, eben aufgrund meiner extrem starken Beine. Vor allem in der Vorderansicht. Hinten musste noch ein bisschen nachkommen. Aber vorne war das halt einfach definitiv schon zu stark für die Bikini-Klasse. Schreien Frauen denn noch beim Training, wie Männer brüllen? Mm-mm. Komm, ein, komm! Ach, sag ich doch. Oh. Aber ich glaube, wir machen den Kampf auch so generell eher mit uns im Inneren aus, oder? Ich stöhne auch schon mal. Und wenn es richtig schwer wird und ich nicht mehr kann. Aber bei uns ist es dann so, wir heulen dann eher mal, oder? Richtig. Das hört sich dann schon mal wie so eine sterbende Elchkuh an. Ehrlich, das ist nicht an der aber brüllen, nee. Machen wir 2 höher.
Warum ich eigentlich auch angefangen habe mit Sport, das ist ein bisschen eine tiefgründigere Geschichte. Das ist der Beste. Ich merke das sofort. Also, es ist immer direkt in der Spannung runter. Ja. Und als ich dann angefangen habe, mich wirklich so ein bisschen wohler zu fühlen, habe ich den Schritt ins Fitnessstudio gewagt. Aha.